Erich Kästners Buch Emil und die Detektive von 1929 ist Grundlage für das derzeit laufende Theaterferienprojekt der AWO im Forum Bendix. Rund 20 Kinder wirken als Darsteller oder in anderen Funktionen mit. Bereits seit einigen Jahren läuft das Projekt mit großem Erfolg. Dieses Jahr ist es das 6. Mal. Beantragt wird das über uns, also über die Arbeiterwohlfahrt. Ich mache den Antrag an das Bundesfamilienministerium. Darüber wird unsere Stelle auch finanziert und die Projekte. Und bisher ist das immer bewilligt worden. Und das Besondere ist halt immer, dass Kinder mit und ohne Migrationshintergrund eben an diesem Workshop teilnehmen können. Also die Nachfrage ist sehr groß. Wir kriegen zum Teil schon vor den Sommerferien Nachfragen von Jugendlichen oder Kindern, die schon mal teilgenommen haben. Und auch jetzt hatten wir eine Warteliste und mussten leider einige vertrösten aufs nächste Jahr, weil halt wir haben ja nur begrenzte Kapazitäten. Die Probe läuft. Im Mittelpunkt des Stücks Emil. Auf der Reise nach Berlin wird er im Zug bestohlen. Bei der Verfolgung der Diebe bekommt er in Berlin Unterstützung. Ich bin dann darauf gekommen, weil mich eine Freundin darauf angesprochen hat und ich sowas auch sehr gerne mache. Ich bin der Emil. Meine Rolle ist, dass ich so einen Dieb verfolge, weil er hat mir mein Geld gestohlen. Die Diebe freuen sich über das gestohlene Geld leider zu früh. Denn neben Emil ist ihnen eine Reihe von Hobbydetektiven dicht auf den Fersen. Wir hatten das schon zweimal vorher gemacht, machen das jetzt zum dritten Mal und das hat uns auch immer viel Spaß gemacht und das konnten wir jetzt noch zum letzten Mal machen, weil wir dann zu alt wären und deshalb wollten wir noch einmal mitmachen. Also ich bin der Komplize vom Dieb und für uns ist halt das Geld die Übergabe halt und ja. Es kommt auch immer auf die Rolle an und wir proben jetzt schon seit Montag und es ist halt so, dass die Hauptrollen wirklich zwei Seiten sagen müssen. Noch bis Donnerstag laufen die Proben. Am Freitag wollen die Kinder dann das Theaterstück in der Premiere ihren Eltern und Bekannten präsentieren. Bis dahin sollen auch die Requisiten komplett sein.